Auch abgeschlossen. Gut. Das ist ein Rundlauf. Und da ist die Greifeburg. Aber ist keine Ruine. So, eigentlich ist der Hunger. Hast du schon vorhin viel gegessen? Du hast mal alles weggegessen. Nein, du hast schon viel gegessen. Hast mal alles weggegessen. Ja. Ich wollte was essen und da hast du Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Oh, das ist ja gut. Ja. Hast du nein gesagt, oder? Ist nicht mein Problem. Mach's nicht so viel Lärm. Willst du mal haben? Nein, ich bin nicht so verfressen. Ey, Schatzartikel, oder? Doch. Schatzartikel. Wer ist denn jetzt noch? Wer ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt? Schatzartikel. Wer ist denn jetzt? Da hast du eine Antwort. Ist ich oder du? Na, das ist so ein Holtampf, was du jetzt essen musst. Deines Laufens. Ich hab schon mal gesagt, schau nicht so viel TikTok an, wo Leute immer was essen. Willst du es laufen oder essen? Hallo? Lauf oder essen? Wollen noch laufen? Habe ich doch eine ganz einfache Mühe. Da habe ich keinen Stress. Laufen? Du hast die Zeit gedrungen. Die Zeit hat keine Zeit. Ja. Ja. Jo, guten Abend, ihr lieben Zuschauer und Zuschauer. Hier ist euer Justus König von dem YouTube-Kanal, der der Chance auf der Suche nach neuen Abenteuern. Ich bin bekannt als der Chance Abenteurer oder Katz Amerika oder Justus König, der Abenteurer, der YouTuber aus Würzburg. Und das hier ist der verfressene Kumpel Freddy Krüger, Jürgen Graf. Der hat niemals Hunger, der hat niemals keinen Hunger. Den Hunger kann man nie stehlen. Ja, das sind die richtigen immer, gell? Ja. Und sprechen sich halt gut aus Erfahrung, ne? Schnipp, ja. Schnapp, ich nehme alles. Du und hast gerade gegessen. Hopp, hopp, hopp. Hast gerade gegessen. Und wir sind jetzt in der Nürnberger Kaiserburg. Und es ist 1 Uhr früh, stimmt. Palm Beach. Da waren wir zu spät dran. Da waren wir schon nach 21 Uhr dort. Deswegen haben wir nur Palm Beach Sauna gemacht. Wellness. Weil die Rutschen waren schon aus. Im Sommer sind sie ab 21 Uhr ausgeschaltet, die Rutschen. Und im Winter ab 20 Uhr. Wir wollten sonst diese neuen Superrutschen, Autorutschen testen. Jetzt können wir einfach zugucken, wie wir rumlaufen. Nürnberg. Oder oh, willst du einen Scooter fahren, ne? Ich fahre einen Scooter und du läufst. Nee, der wollte gestern noch laufen fahren. Muss laufen, fertig. Du musst es auslaufen wieder.
Jetzt muss es das Auslauf machen. Was? Ja. Hexenhausler. Wahnsinn. Komm. Ein Absprung siehst du. Gut. Dann ist aber noch ziemlich gut hergerichtet, ne? Ja. Durchgang. Da sind wir doch schon auf der Kaiserburg, wo wir durchgelaufen sind. Schön gemacht, oder? Ja, das ist die Kaiserburg. Ja, schon, aber ist nicht groß, ne? Ja, so mal. Und da hast du einen Blick nach unten. Das ist beim Arsch ein Blick. Schön, oder? Sogar noch ein Leuthäuschen. Hammermäßig. Was ist das so weit? Guck.
Das ist so hier. Ja, ist Feierabend. Ja. Das ist Feierabend schon. Dann. Ja, das ist Feierabend. Ja, kann der weiter rumlaufen? Ja, klar. Machen wir doch. Ja, genau. Also ein paar Stände. Ja. Siehst du? Ich ja, aber das Handy glaube ich nicht. Ich war schon öfters hier. So. Dann geht es hier nach rechts. Nach rechts ein Ausblick noch. Auch das hier unten. Das siehst du nicht, nur die Parkplätze. Was sind da unten Parkplätze? Nur die Parkplätze siehst du von hier aus. Die Parkplätze. Am Tag kannst du den Turm komplett hochgehen. Und die Aussicht genießen. Kostet auch Geld. Ja, wir müssen es ja auch irgendwie standhalten, oder? Kostet ja auch Geld. Wo läufst du jetzt hin? Keine Ahnung. Na, gut. Nächste Aussicht. Hier kannst du gut sehen. Aber komm her. Ah, nicht viel. Hey, da liegt Geld auf dem Boden. Wo ist die Zettel liegt auf dem Boden? Ja, dann hängt's auf. Nimm sie auf, nimm sie mit. Stimmt, aber. Nimm sie mit. Beispiel. Was meinst du? Nee, stimmt.
So gestanken Auto. Nach Bierflaschen. Komm, wir laufen weiter, Six. Will er auf eine Innenstadt? Ja, Kaiserburg ist eine wunderschöne Burg. Davon aus kann man, naja, in die Innenstadt. Und ist auch ein Parkhaus. Ich habe hier oben geparkt. Da fahre ich praktisch mit dem Quad. Nachts ist eher ein Baba zu finden. Am Tag mit dem Quad eher einfacher. Ein Auto ist, glaube ich, schwieriger. Und es ist Parkhaus, das kostet Geld. Das kann man sich dann heute sparen. Und da unten ist das Parkhaus. Und dann, da geht es von hier aus runter zum Altstadt. Oder Marktplatz, wie heißt. Keine Ahnung, wo der Weihnachtsmarkt ist. Gut. Und das ist ja schon. Kommen Sie, Herr Graf? Lass mal dann alles runterlaufen, müssen wir wieder später hochlaufen. Danke. Das ist unter der Burg. Lauf mal da lang, oder? Kommst du? Ja, ja. Du hast da vorne noch Geld, 50 Cent. Das ist kein 50 Cent. Dann halt 33 Cent. Wohl auch nicht. Hast du irgendwo eine Feier oder was? Ja. Aha. Wo kommen wir denn da hin? Stadt? Stadt? Okay. Ist da die Burg gleich so in der Stadtmitte drin? Ja. Okay. Da kommst du nicht hoch. Was meinst du? Da kommst du nicht hoch, da ist die Tür zu. Ja, ja, logisch. Das sieht man ja, dass es zu ist. Hm?
später müssen wir alles wieder zurücklaufen. Was hast du? Wir müssen alles wieder zurücklaufen wieder dann. Ja, auch mal zurück, oder? Wieder für alle. Nur anliegerfrei. Was ist? Hä? Nur anliegerfrei. Ja. Du denkst gerade so nach? Ja, mein Auto das so lange stehen zu lassen. Was soll das heißen? Ja, ich will es auch nicht so lange da stehen lassen. Wo? Ja, wo es da steht. Ja, wieso sollst du es nicht da stehen lassen? Nicht, dass irgendwas kaputt macht. Das könnte immer passieren. Da fühlt sich kein einziger mehr. Wenn er kaputt ist, dann freuen die sich eher. Also der Tiefgarage, wo? Was ist da unten los? Ja, geh mit. Naja. Feier. Sag ja, wenn man in den Team schaut, dann wissen wir ja nie was. Da unten ist nur das der Marktplatz. Ja. Wir laufen da runter, dann ist der Marktplatz unten. Ja, also. Ja, aber ich will es auch nicht so lange da oben stehen lassen. Dann laufen wir noch runter zu, dann gucken wir kurz nach und dann laufen wir wieder zurück. Ganz einfach. Ja. Okay? Das war ja dein Vorschlag, da runter zu laufen. Ja, ich wollte einfach nur hier auf der Freisburg hier langlaufen. Ja, und dann Innenstadt, hast du gesagt. Ja, weiß ich nicht, wie ich den Parkplatz finde. Ach so. Nee, wir waren ein bisschen, weil da eine, deine, wo man gerade da vorbeigelaufen, wo Auto gepackt hat, ist da so ein komischer Mann vorbeigelaufen mit seinem. Ja. Deswegen will ich so lange nicht das Auto stehen lassen. Der ist weitergelaufen, der macht nichts an die Autos. Ja, aber nicht, dass sonst solche Leute kommen. Die kommen gar keiner hin. Alleine, weil ich ja drinnen meinen Autoschlüssel habe noch. Darum so machen die nichts. Das ist das Einzigste noch. Pass auf. Das war's. Ich laufe jetzt zum Auto. Jetzt können wir noch die Burg mit nachts rumgelaufen. Weil schon wieder 1 Uhr ist. Eine Stunde Rückfahrt. Ja. Das ist 2, da wollen wir noch was essen. Ja. Ja, glauben wir noch? Schnell. Komm. Was außen sie so rum? Naja, ich nehme jetzt kein Taxi. Und wenn ich ein Auto geparkt habe, ich jetzt nicht so lange abends so stehen lassen. Das ist so komisch, um so ein Obdachlos vorbeigelaufen ist, mit dem ausgestiegen sind, mit so einem Einkaufswagen mit langem Bart, alter Mann, mhm. Und dann irgendwas gebrummelt. Dass er von der Polizei aus der Wohnung rausgeschmissen worden ist. Ja. Hatte ich mit uns geredet? Ich habe gesagt, mit uns hat er weitergeredet, mit irgendjemand, keine Ahnung. Ja, ich spreche mit sich selber. Ja. Und da wäre es auch ein bisschen zu ungeheuer, das Auto sagen, sie stehen zu lassen. Am Tag kein Problem, aber haben es. Nicht, dass doch irgendwas. Da ist lieber im Park ausgeparkt. Ja, da ist am Park ausgegangen. Jetzt geht's wieder hoch. Ja. Ich muss ja wieder zurückfahren und ich bin heute halt 4 Uhr auf schon wieder. Und wir fahren jetzt wieder zurück zum Auto, ja. Und fahren rückwärts. Fahren noch die unverbrauchliche Energieschlapphalter oder sowas. Und das ist, wie schnell das ist. Wenn man Frühstück hatte.
Nicht, dass man mir an der Fahrt einfällt, aber dann hier bis 4 Uhr. Ich muss ja noch heute einkaufen. Ha. Und Party raus? So ein Party raus? Ein Party? Nicht so schön. Kommst du? Nee, ich komm nichts mehr. Ich bleib gleich unten. Die haben nichts verstanden, gell? Richtig. Aber sie können gut singen. Guck mal, was ich dann. Ich habe auch süß zurückgeschaut. Oh gut. Ich habe nichts verstanden. Let's go. Ich fand sie auch so süß. Gut. War nett, ja, keine Ahnung. Ich habe nichts verstanden. Da drüben müssen wir daher kommen, oder? Ja, durch den Tunnel müssen wir durch. Also gut. Brauch ich? Fahrradfahrer. Fahrradfahrer, ja, ich weiß. Da rennt niemand. Das ist die Burg. Ja. Das ist das Licht. Burgtoilette das. Das sind die Burglöcher. Take easy, take easy. Power. Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger. Du Kuh, nein. Sehr gut. Sehr gut. Hast du die Brücke wieder? Das Sechsenhäusler oder was? Das Restaurant? Ja. Ey, die Schubkarre, die vorhin mitnehmen müssen, da hätte ich die Mädchenleitung können. Was? Ey! Sondertaxi. Alles gut.
Dafür bist du fit, ne? Ja, scheiße. Hast du ja gern verdienen können, ne? Sonne Taxi. Ja, das ist nur für die hübschen Mädchen. Ja. Das heißt mal 50 Euro, nicht. Eine Rundfahrt durch Nürnberg. Ja, die 50 Euro habe ich dir nicht geschenkt. Du hast den nicht mal geschafft. Den hätte ich noch geschafft. Nee, den hast du nicht mal geschafft. 5 Minuten wärst du schon K.O. Würde ich nicht sagen. Nee, dann da werden es umgedreht haben, die zwei Mädchen dich dann transportieren müssen mit der Schubkarre. Also gut, wenn sie beide. Ja, die haben ja jeder einen Griff dann, ne? Ja. Weil ja jeder einen Griff hat, dann funktioniert es ja auch. Ja. Weil du so vollgefressen bist. Ja. Ich bin zu fett, glauben wir das. Ganz einfach, test es doch einfach. Wenn du draufsteigen kannst und losfährst, dann bist du nicht zu fett. Aber wenn das nicht funktioniert, dann bist du zu fett. Ha, ha, ha. 1,20 Mann. Der musste. Mit der Karte geht wieder alles nur. Du musst auch angemeldet sein. Ja. Und dann kannst du da machen, go. Und dann geht's los. 200. Ey, weißt du, was das ist da unten, die Batterie? Ich weiß. Die können die einfach wechseln. Warum? Ich gehe die besser wie alle anderen. Und die halten so lang durch. Ja, außer landen wieder im Fluss. Sind die schon in den Fluss gelandet? Schmissen wir noch? Ja, jetzt Leute, schmeißen sie einfach Fluss neu. Ach, die sind nicht bescheuert. Ja, solche Leute. Mhm. Das sind zwei verschiedene Modelle. Mhm. Das ist wichtig, was du jetzt sagst. Da muss jetzt angemeldet sein, oder was? Nein, der ist angemeldet. Da geht ja echt super, da musst du irgendwas machen. Trage immer einen Helm. Danke. Halte dich an die Verkehrs. Okay. Ach, Regeln. Ich habe es lesen können. Ja. Respektiere Fußgänger. Kein Rad. Bis wie viel Kilo geht das? Auf dem. Das ist schwer, das sage ich nicht. 225 geht es. 100 Kilo. Bestimmt. Und dann geht's los. Aber das Ding kannst du allein schon mal so nehmen, ne? Wenn die Polizei kommt, weißt du ja warum. Warum? Ja, weil das dann GPS-Sensor hat. Und wenn es sich bewegt, dann wissen sie, dass einer geklaut hat. Ich will nicht klauen. Ich habe nur probiert, ob das überhaupt sich rollen lässt. Und wenn ich jetzt da zurückgehe und ich möchte mit dem Ding fahren, dann hole ich nur mein Handy schnell. Und dann kann ich das hier scannen, dann kann ich mit dem gleich fahren. Nein, du musst das bezahlen. Einmal bezahlen. Nein, mit meinem Handy-Chip kann ich das machen. Nein, muss bezahlen. Ja, über mein Handy läuft das alles. Ja, muss das bezahlen. Anmeldung bezahlen. Ja, Anmeldung zahlen gleich. Ja. Es wird gleich alles abgebucht bei mir. Ja, hast du aber nicht. Doch, auf meinem Bild. Gott sei Dank, ich habe es alle ausgeschmissen. Was war denn das? Das, was sie immer gebraucht haben. Eine Geisterburg oder was? Was? Hat sich einer geärgert oder was? Ja, das kann auch sein. Weil die jetzt gehört haben, ich kann mit dem Ding davon fahren, das hat sich einer geärgert. Hat er gedacht, au, dann nehmen wir. Da hatte ich gedacht, ich nehme gleich alle beide. Melde ich sie gleich auf mich an. So, haben wir schon mal gerade das noch? Auf der Burg Hennerburg? Au, ja, den. Hat sich angehört wie so München. Ja, so ist das war auch so das ähnliches Abwitzelgeräusch. Ja, wir sind dann wir sind geflüchtet. Ja. Da war ja niemand, dann einfach so ein Geräusch hier, oder? Also hast du es vorhin gesehen? Ja. Ja? Ich habe nur Geräusche gehört. Ja, nur Geräusch. Ich weiß nicht. Was geschämmert oder was geflogen? Nein, ist. Es hat sich angehört wie eine Münze. Nein, ich meine vorhin. Vorhin, das war Porzellan. Ja. Aber es war keiner da? Nein, es war keiner da. Es kann aber auch ein Tier gewesen sein, wo auf irgendwas draufgesprungen ist. Na, glaube ich nicht, nachts. Hat man gemacht. Nee, nachts nicht. Aber die. Ich glaube, das ist doch das Hexenhäusle gewesen, oder? Ja. Da waren es die Hexen. Ganz einfach. Vielleicht so Burggeister. Die sind noch da oben. Die habe ich schon vorhin Hallo gesagt. Die haben auch Hallo gesagt. Die haben gesagt, die kennen mich sogar. Hört. Wow, habe ich gesagt. Ihr seid ja gut. Du weißt, dass man sowas in Nordbiss auch gerne so Geräusch bekommt? Ja. Das sind natürlich Geister, aber was? Keine Ahnung. Man weiß es nie. Nachteil von Nordbiss ist, wenn du ein Nordbiss-Video gemacht hast und einer erkennt es und dann tut es einen weiterschicken, der es auch erkennt und der Besitzer ist, kann er dich anzeigen.
Wow. Ohne Bundeswehr. Oh. Ein YouTuber, das habe ich gesehen erst, der hat dann ein Lost Place Video gemacht. Er dachte, das war ein Lost Place oder war ein Lost Place mal, keine Ahnung, über einen so was das Bundeswehr kann es sein oder was. Aber einmal im Jahr wird das doch kurz benutzt für Feier und er hat es nicht gewusst. Er war dort, ist weggegangen, war echt verlassen, auf dem Video gesehen hast. Und dann zwei Wochen später kam ein Brief, Anzeige, welchen einer hat erkannt und hat es dann der Bundeswehr gezeichnet. Das war der Oberfeldmann, hat sich dann beschwert. Ja, ist logisch. Das hätte ich rechnen müssen mit. Oder einer Lost Player hat irgendwas gemacht und da war irgendwas, war ein Tierknochen, einer hat gedacht, das war ein Skelett. Hat einer es auf dem YouTube gesehen, hat es dann an die Polizei gemeldet, hatte die wahrscheinlich Stelle gekannt. Da musste die Polizei alles anrichten, der muss dann dafür strafen. Fluchtzeuge. Das wirst du immer hier hören. Immer. Und immer wieder. Sieht aber gut an, oder? Ja. Aber du könntest auch meinen, das könnte auch so eine Wow sein. Ja. Oder? Ja. Und deine Autos sind da fort. Das ist da vorne. Siehst du's? Ja. Das ist ein guter See. Müssen wir zurückfahren. Ich sehe so viele Autos. Aber dein BMW, wie er ist, das sehe ich gar nicht. Aber JK sehe ich und die Ü und die 50er, die sehe ich ja. Oh. Kann es sein, dass du den auch siehst? Ja. Was ist das? Was denn? Was denn? Oh, nix. Du hast gesehen, dass das ein wilder Hengst ist von Wagen, ne? Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen, Einschauen. Wir werden uns mal wieder wünschen, schönen Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Justus, der andere, unser Kumpel, Freitag Glücker Jürgen. Graf. Graf. Viele Grüße aus der Kaiserburg Nürnberg. Ja. Ihr müsst wieder nach Würzburg zurückfahren. Alter. Ja. Nee, wir fahren jetzt erstmal auf den Rastplatz. Ja. Hallo und herzlich willkommen, Manege frei für die fünf Freunde. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die fünf Freunde sind zurück. Ihr wollt wissen, was bei deinem Dreh... Eins, zwei, drei, vier, fünf Freunde. Hi. Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Timmy? Zusammen sind wir die fünf Freunde! Aber nicht von Anfang an. Ich erkläre das jetzt mal. Julian, Dick und Anne sind drei Geschwister und sie fahren in die Ferien und besuchen ihre Cousine George. Eigentlich ein komischer Name für ein Mädchen. Und das ist Adina. George. Ich meine natürlich George. Ja, aber so heißt sie nun mal. Auf jeden Fall kommen wir da an und George ist alles andere als begeistert. George, zeigst du den dreimal, wo jetzt immer ist? Und sie finden uns auch eigentlich richtig blöd. Ich finde nur blöd, dass wir das komische Essen von Tante Fanny essen müssen. Das mag ja noch nicht mal der Hund. Aber dann machen wir eine echt mysteriöse Entdeckung. Kommt, wir müssen richtig gut zusammenhalten. George merkt, dass die drei gar nicht so übel sind. Und das ist richtig schön. Und zusammen erleben wir ein großes Abenteuer. Und haben die besten Ferien unseres Lebens. Und das Beste, ihr könnt das sogar im Kino sehen. Wow. Fünf Freunde, ab 2012 im Kino. Fünf Freunde, das sind wir. Fünf Freunde, hey ho, hier kommen wir. Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Aber niemals überheblich, denken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch manchmal schief, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nach Plan, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterlegen. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf. Fünf Freunde geben niemals auf.
Fünf Freunde.